Was geht ab, Gernstädtchen? Willkommen zurück zur Folge What's? Heute mit allen, außer Sebastian. What up? Hallo. So, und wir kennen das Spielchen ja mittlerweile. Wir spielen heute geschmeidige 12 Runden und ich habe dafür entschieden, dass wir heute umgekehrte Reihenfolge machen. Heißt, Peter fängt an, dann Jay, dann Chris. Und jeder darf dann halt mal in den nachfolgenden Runden anfangen. Das heißt, Peter fängt an bei Weltmeisterschaft. Das ist ja völlig krass falsch rum. Weltmeisterschaft. Da steht Schaft. Keine Ahnung. Nein! Okay, hey, hätte sein können. Klar, Weltmeisterschaft. So Fußball. Einfach so Fußball? Nee, mit scharfem S. Ah ja, also, ja. Ja, so? Ja. Cool. Nope. Weltmeisterschaft. Deutschland. Das war meine Nummer 2. Nehmen wir? Ja. Das war meine Nummer. Jawohl! Yay! Immerhin. Da freut man sich über jede Anzahl von Punkten. Ja. Die ist doch 2026, oder? Tja. Das heißt, die letzte. Stimmt, die war letztes Jahr. Ach ja, da habe ich nicht viermal von mitbekommen. Boah, oder 2014. Nee, das ist ja Quatsch. Das ist schon zu lange her. Das ist schon echt krass, dass das 9 Jahre her ist. 9 Jahre, oh mein Gott. Ich nehme 2026. Das ist die nächste. 2026, einfach so, ja? Mhm. Hat er überlegt, ob da noch was wie USA, Kanada oder. Ach du Scheiße. Nein, 2006. Warum denn 1990? Weil wir da auch Weltmeister geworden sind. Ach ja, stimmt. 74, 90, 2014. Tja, perfekt. Also Christian, es tut mir echt leid für dich, weil du hattest einen richtigen guten Ansatz. Das Leerzeichen wäre auch wieder ein Treffer. Ja, das wissen wir nicht. Wobei ist, glaube ich, kein Leerzeichen. Das wissen wir wirklich nicht. Drücken, oder? Ja, könnte ich dann ausprobieren. Wenn einer von euch das möchte, kann ich dann gerne tippen. Aber erstmal kriegt Jay langweilig und... Langweilig und... Ist das ein Podcast? Boah. Langweilig und... Was machen wir denn? Wer ist denn dann nach Jay dran, wenn er jetzt anfängt? Chris. Achso, ich bin gerade angefangen, das heißt, ich bin jetzt Letzter. Okay, er gibt's. Ja. Langweilig und... Boah, Alter, ich weiß gar nicht, was man da machen kann. Langweilig und... Lustig. Langweilig und lustig, ja, mega. Langweilig und fickbereit. So. Ich sag mal lustlos. Keine Ahnung. Lustlos, ja? Ja. Nee. Ach, antriebslos wäre wahrscheinlich. Scheiße. Christian. Warum googelt man denn nach langweilig und öde? Aber warum sollte man, warum googelt man danach? Das verstehe ich auch das gerade nicht. Das ist doch bestimmt nicht. Irgendwas Feststehendes, oder? Ja, das also, ist eine Serie oder so ein Scheiß. Oder so. Ja, langweilig oder ein Vox-Format. Und Achso, du meinst so langweilig und Hund? Ja, ja. Also gestern Kitchen Impossible, ne? Kommissar ja. Langweilig und sein Hund Bollo. Langweilig und ideenlos. Ideenlos. Nehmen wir? Ja. Ne. Ich nehme müde. Langweilig und müde, nimmt der Peter? Langweilig und langweilig synonym. Langweilig und langweilig Kreuzworträtsel, langweilig und langweilig Englisch, langweilig und langweilig Französisch, langweilig und langweilig Schal, keine Ahnung wieso. Langweilig und langweilig Schal, 4 Buchstaben, langweilig und trocken, langweilig was tun, langweilig immer dasselbe und langweilig immer Gegenteil. Langweilig und langweilig Gegenteil, so. Es ist doch voll buggy, Alter. Das kannst du mir nicht erzählen, was ist das für Quatsch, Alter? Langweilig und langweilig trocken. Ja. Na klar. Gut, aber Christian, nachdem du gescampt worden bist, darfst du jetzt anfangen einfach. Arzt. Das hätte ich auch direkt gesagt. Ja, sowas von, muss Alter. Muss ich zum Arzt. Gibt 70. Das ist nur die 4, aber die nehme ich sehr gerne. 70 muss ich zum... Warte mal.
Ich bin Peter gar nicht dran. Name ist Peter. Gut, dass ich noch nicht meins gesagt habe. So eine Scheiße. Wieso habe ich was gesagt? Ich Vollidiot. Hast du nur gesagt? Aber du bist ja jetzt auch dran. Ja, aber ich hätte ihn nicht unterbrechen dürfen. Du wolltest baiten. Scheiße. Muss Krankenhaus. Oh, das ist auch gut. Krankenhaus, ja? Ja. Dann würde ich eher ins schreiben. Feuerwehr. Muss ich Zoom, Meier? Muss ich zu Polizei? Scheiße, muss Mann, ich ey. Zoom? Gericht. So, welchen Arzt nehmen wir? Doktor, Hausarzt, was gibt es noch? Urologen. Doktor, Hausarzt, Urologe. Muss ich zum Frauenarzt? Doktor Urogande. Doktor Urologe. Muss ich zum... Ah, fuck, wie heißt denn der nochmal? Veterinär. Scheiße, nee, ich weiß nicht mehr, wie dieser D... Heißt der D-Arzt? Was ist denn der D-Arzt? Der Durchgangsarzt für die Verletzten bei Arbeitsunfällen. Was ist... Okay, keine Ahnung. Da war ich wegen meinem gebrochenen Daumen. Aber ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wie der heißt. Oh, einen habe ich Jürgen. Noch. Muss ich zum Hausarzt. Muss ich zum Hausarzt, ja? Das ist auch gut. Therapeut hätte ich sonst noch gehabt. Ja, habe ich auch überlegt, Therapeut. Nein. Belastend. Betriebsarzt. Betriebsarzt, Mann! So einfach. D-Arzt. Arzt, ich krank bin, Betriebsarzt, wenn ich krankgeschrieben bin, Betriebsarzt gehen, muss ich zum Arzt, wenn ich Corona habe, Jobcenter, Alter. Wenn ich krankgeschrieben bin, Psychologen teste dich. Muss ich zum MRT nüchtern sein? Kannst du besoffen kommen? What the fuck? Ja, nichts essen. Also darfst ja, nicht zu so viel eisenhaltiges essen, ne? Das wäre, glaube ich, dann ein Problem. Dann kommt der Spinat nachher wieder aus dem Magen raus. Wie viel Promille darf ich dabei haben? Hab ich getan. Hey, Peter. Aber ich muss sagen, alles andere war ja wieder ganz einfach. Woher kommen? Reptiloiden. Scheiße, woher kommen? Ja, woher kommen? Zwei kleine Wörter. Ja. Das ist doch jetzt hier. Woher kommen? Ich brauche von dir nicht mal ein ganzes Wort. A. Ja, wenn du möchtest, schreibe nur A. Eine Wahl. Woher kommen? Lass es auch kommen. Nicht kommt, sondern kommen. Da fällt bei mir gerade im Kopf irgendwie ganz schön viel raus. Kommen. Also das ist voll schwierig gerade. Ist doch kein Problem, Peter. Du musst dich auch gar nicht stressen an der Stelle. Die ZuschauerInnen möchten ja nur wissen, woher kommen? Ja, warte mal kurz. Ich bin gerade immer überlegen, wie diese Baumkäfer heißen, die alles immer wegessen. Das ist doch scheiße jetzt gerade. Hälfte der Borkenkäfer sind das. Meinst du, danach googeln die Leute nicht, deswegen hilfst du mir? Nö. Ich wollte nur sagen, Seidenraupenspinner. Du meinst, ja, genau, also, die Prozessionsspinner. Das meinst du, ja, okay. Was soll ich schreiben? Ja, das ist woher kommen halt Prozessionsspinner? Richtig. Aber ja, Prozessionsspinner. Tipp's nicht. Also Prozessionsspinner. Prozessionsspinner. Ja, ist richtig. Okay, cool. Nein. Schade. Welch ein Zufall. Woher kommen, ich bin dran, glaube ich, ne? Nach Peter? Das ist korrekt. Kinder. Woher kommen also. Kinder? Ja? Nö. Wo weiß man denn nicht, wo Sachen her? Also ich habe natürlich Aliens oder woher Krankheiten könnte man auch nehmen. Hab ich auch überlegt, aber welche oder Krankheiten allgemein? Also woher kommen Pusteln? Nee. Coronaviren. Woher kommen Flüchtlinge? Oh, das nehme ich. Auch nicht schlecht. Politisch aufgeladen. Ja? Ist aber nicht bad. Ja, finde ich auch nicht bad. Nehmen wir? Ja nie um die Aussagen dahinter. Ja, ja. Silberfische. Silberfische. Bettwanzen, Fruchtfliegen, Blattläuse, Hamburger. Hamburger. Woher kommen Hamburger? Finde ich auch gut. Läuse, Motten, Warzen, Gallensteine und Kartoffeln. Also ich finde Fruchtfliegen gar nicht so dumm, weil die sind halt einfach immer irgendwann da. Ja, ich finde Silberfische finde ich auch gut. Ja, so generell Ungeziefer. Silberfische kommen ja von... Das ist natürlich eine gute Frage. Gut. Ja, man kann schon einige danach verstehen. Aber das war der Prozessionsspinner nicht dabei. Woher kommt Hamburger? Jay, wann starb?
Ja. Oh. Wann starb? Was fragt man am ehesten? Ist dann wieder langweilig. Starb? Wann starb? Starb. Wann starb? Wann starb Hochspringen, sagst du? Wann starb Hochspringen? Ja. Nein, wann starb? War Jesus. Ach, ja, Mann, das wollte ich auch. Menno, wir gehen mal wieder in Jesus rein. Wann starb Jesus, ja? Ja. Yeah. Tschüss, 20 Punkte. Egal, die nehme ich. Mühsam ernährt sich. Kacke. Wann starb Jesus? Gibt 20. Nehmen wir den Konterpart. Wann starb Hitler? Wann starb Hitler? Hatte ich auch überlegt. Nehmen wir? Mhm. Nee. Natürlich nicht. Das könnte sogar echt sein, dass solche Sachen sind gar nicht da drin, dass die ausgefiltert werden. Kann ich mir auch gut vorstellen. Jetzt sitze ich hier wieder und weiß nicht, wonach ich, was ich nehmen soll. Na, mach einmal Leerzeichen. Aktuell hast du 0 Punkte. Ja, das ist gar nicht mal so viel, wa? Das ist, musst du nur noch 100 machen. Bud Spencer. Ja, ist das so jemand, der vor kurzem gestorben ist? Nee. Oder der einfach sehr wichtig ist für irgendwie die Welt? Weißt du, wann Bud starb, Spencer ist, Walter Frosch. Ich rede so allgemein. So. War 2013. Ach, du hast schon jemanden im Kopf. Genau, ich habe zum Beispiel. Du bist Beispiel der Letzte, wen hast du denn? Wann starb Arno Dübel? Helmut Kohl habe ich im Kopf. Helmut Kohl. Ohne Spaß, da habe ich zwischendurch auch dran gedacht, weil wir das gejinxt haben. Ich nehme Helmut Kohl, komm, let's go. Wir nehmen Helmut Kohl. Mehr? Ja. Nee. Nein. Michael Jackson, die Queen. Nein, Elvis ich Presley, hatte auch Michael Jackson. Und die Queen ist so gut. Paul da Walker, hätte ich drauf kommen können. Die Schlängersängerin Nicole. Freddie Quinn. Ich hatte Hitler, Jackson oder Jesus. Wann starben die Dinosaurier aus? Und Jürgen Dreves. Moment, lebt Jürgen Dreves. Jürgen Dreves ist tot? Er lebt doch noch. Der lebt Arme, noch. Alter. Weiß ich nicht. Die Queen ist richtig gut. Die Queen ist schon gut. Das ist ja jetzt raus, warte mal. Das stimmt. So, dann kommen wir zu Christian. Warum mag niemand? ich weiß, woher das kommt. Mit Jürgen Dreves. Weil es gab wohl irgendeine heißt Kollegin, die hat den für tot gehalten oder so. Da gab es ein paar Nachrichten zu. Oh Mann, Alter. Warum mag niemand? Peter, was isst du denn alles so gerne? Bisamratten. Kalbsbries. Was war das für ein Herz, was wir da letztens hatten? Schweineherz. Schweineherz, Alter. Warum mag niemand Schweineherz? Ja. Warum mag. Was mag man da? Brokkoli. Brokkoli? Oder Spinat? Boah. Ey, das, was du möchtest, ne? Ich bin nur deine Hand. Ja, weil bei Brokkoli hast du immer den Fall, schreibst du das mit Doppel-K oder mit Doppel-C? Das ist Kacke. Schreibst du mit CK? Ich schreib's mit einem Brokkoli mit Doppel-C. So also, ja? Ja. Brokkoli. Nope. Natürlich nicht. Ich nehm Nickelback. Was? Schreibt man die so? Oder möchtest du es so schreiben? Nee, Nickel, also mit L und E vertauscht. Okay. So? Ja. Leerzeichen noch? Oder so lassen? Nee, so ist richtig. Geil. Ja! Geil. Hey, Junge. Ja, war gut. Warum? Das ist ein Meme. Okay, scheiße. Warum machen die mal Nickelback? 50 Punkte für Peter. Damit ist er auch gleich mit Jay. Das ist ein altes Meme, holy shit, ey. Aber dann kannst du bei Meme kannst du auch Karen nehmen. Den Namen Karen finde ich auch gut. Boah, Alter. Was ist, wenn du im Supermarkt bist, dann kriegst du eine richtige Karen. Was mag denn niemand? Den Staat, die Polizei, Steuern. Jürgen Dreh. Also ich rede von so, nicht von mir. Warum mag niemand die Bayern? So. Ist nicht so schwer. Red Bull Leipzig. Warum mag niemand Eierpfannkuchen ohne Eier? Donald Trump. Donald Trump. Ja? Ja. Nie. Scheiße. Ja, als ob!
Stopp, RB Leipzig! Israel, den HSV, Camilla, Bayern, Nickelberg und Sakura. Wer ist denn Camilla? Und warum gibt es nur sieben Vorschläge? Ja, Camilla ist von Prinz Charles, Charles, oder? König so, Charles. Ja. Oder? Lass mal hier geil richtig wieder also, immer drücken, immer wichtig. Also und wer auch immer Sakura drei ist. Nicht. Alter, Mann, ich wollte erst Leipzig auch machen, aber dann war ich, hatte ich, dann hatte ich, weißt ja, du, dann ärgere ich mich zu sehr, dass du nachher RB Leipzig ja, genau. oder Leipzig oder Red Bull Leipzig oder Rasenballsport. Ja, danach googeln die Leute, warum mag niemand Rasenballsport Leipzig? Ja. Peter. Wie wird man zu einer? Oh. Ja. 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 Das würde ich gerne von dir wissen. Party ja. bei Peter. Soll ich nochmal einen Nickelback schreiben? Nein. Fährt man zu einer Nickelback. Schade. Bundeskanzlerin. Wie wird man zu Influencerin. Einer... Influencerin. So? Nein, mit C. Möchtest du mit C geschrieben haben? So? Oder? Ja, doch, so, ja. Okay. So würde ich es auch schreiben. Nein. Ich sag Frau. Wie wird man zu einer gut. Frau? Der ist gut. Einloggen? Ja. Aha! Den nehmen wir. Was, Chuck? Ja, Chuck, bitte. Chuck! Dark habe ich gesagt, du Ficker. Ich hab Chuck verstanden. Christian. Chuck. Also ich bin bei Fee oder Königin. Ich nehme Königin. Oder Königin. Scheiße. Ja, nee, Königin. Königin. Königin ist es nicht. Meerjungfrau, Hexe, echten Meerjungfrau, Legende. Fee. B. Naja, wir lassen. Da ist die Fee. Faschingsshow eingeladen, Nonne. Faschingsshow. Wie wird man zu einer, wie kann man auf Instagram Nachrichten antworten? Was? Also die 9 ist auch dumm. Die Ränder haben immer so kleines Kostüm rum. Das also die 7 hat auf jeden Fall Serge Gnabry gefragt bei Google. Fee. Das ist die Fashion Show. Ja, das ist die Fashion Show. So, Jay. Nächste Folge von. Ja. What? Oh, nee. Oh, nix. Doch, weiß eine. Und nix? Nee, nächste Folge von Tatort. Nehmen wir den Tatort. Ja. Nee. Belastend. Chris. Futurama. Future. Wie schreibt man Futurama so? Nee, mit das E zu einem A. Warte mal, Futurama. Ey, nee, Moment, das stimmt aber nicht. Futurama, also das Ra weg. Das Ra weg. Futurama, ja, weil da kommt da jetzt eine neue Staffel raus. Ja, da sind schon die ersten Folgen von draußen. Okay, also soll ich das so ein, wie das da steht. Mindestens eine ist draußen. Ja. Okay, nein. Ach, Mann. Was ist denn aktuell so voll im Hive Mind? So, was gucken denn alle gerade? Oh, eben hatten wir eine. Hatten wir? Ich würde sagen, Grey's Anatomy, Gilmore das ist wichtig. Girl. Ach, Gilmore Girl. Das so weit Nickelback. Wednesday war eben die nächste Staffel. Ja, die nächste Staffel, Folge. Das stimmt allerdings. Grey's Anatomy, Peter. Aber Wednesday finde ich gut. Ich nehme nochmal den Tipp von Christian. Hoffentlich ist es Grey's Anatomy. Das wirklich. Nee, Bram. Nee. Ich hab mal Wednesday eigentlich. Wednesday. Wednesday. Nach END. Nach END. Wednesday. Dann NN. Day. Ja, genau. So? So müsste richtig sein, oder? Staffel 2. Wednesday. Nächste Folge von Wednesday, Staffel 2. Das kann sogar sein. Nee, wir nehmen so, ja. Einfach so, ich log jetzt ein, ja? Ja. Du hast halt korrigiert und für dich ist das fein. Ja. Nein, Sturm der Liebe, Rote Rosen, Temptation Island, Bauer sucht Frau, Dr. Nice. Dr. Nice. Ja, wann kommt die nächste Folge von? What? The Home is the Home. The Home is the Home. 1923, Rate My Date, Dr. Mertens und From. Ich war zumindest Folge. Auf der gar nicht so falschen Spur mit Tatort, ey, wenn ich mir da oben die ganzen Scheiß, Dinger da angucke. Alter. Nächste Folge von Dr. Mertens. Was ist das? Das ist eine Tierärztin Dr. Mertens. Das ist eine Tierarzt-Serie. So, Christian. Französischer. Zwiebelsuppe. Französischer Zwiebelsuppe. Episoden gibt es davon? Okay, aber es sind 2-6. Okay, französischer. Hm.
Ja, nee, so heißt das ja schon. Blow. Französischer. Warte. Oh, ich warte. Präsident Französischer Zwiebelsuppe. Ich nehme Präsident. Präsident. So das geschrieben. Ist gut. Cool. Ich sage, ja, das ist ziemlich gut. Ja. Nope. What? Bitte was? Peter. Ha. Nee, Moment, stimmt gar nicht. Doch, stimmt doch. Doch, doch, Peter ist dran. Ja. Nimm Hut. Das ist ja Hut. Einfach so, ja? Ja. Willst du bei 0 Punkten bleiben? Scheiße. Du hast 50. Ja. Französischer. Jetzt ist die Frage. Feiertag, Nationalfeiertag, Nationaltag. Unabhängigkeitstag. Unabhängigkeitstag, ja, scheiße. Ja, darüber nach. Französischer. Nationalfeiertag. Nationalfeiertag. So, okay? Ja. Ja. Ich hätte Käse genommen. Ha! Schön! 10, let's go! Ja, ja, jetzt ist Jay bei 120. Hey, ja. Mühsam, mühsam ernährt sich. Was kommt denn? Balkon, Balkon, Zopf, Maler, Komponist, Revolutionär, Schauspieler, Schriftsteller, Fluss zu Loire. Loire. Name der Mars. Alter, was ist ein französischer Balkon? Also Käse fand ich auch gut, Bram, aber hat es irgendwie auch nicht reingeschafft. Hat es nicht reingeschafft. Aber deswegen spiele ich auch nicht mit, weil ich darin schlecht bin. Wir gehen in den letzten Turn. Französischer Zopf. Französischer Schauspieler. Peter, die Wurzel aus. Alter. Ah! Ich hab was. What the fuck? Warum muss man das, also... Es könnte alles sein, ne? Mein Bruder hat mal seine, wie heißt das? Ich weiß nicht, seine irgendeine Studienarbeit. Ich weiß nicht, ob das damals gab es, glaube ich, noch keinen Bachelor. Die Wurzel aus minus 1 war sein Ding. Was ist denn das? Give it nicht. Ach so, okay. Aber der hat da irgendwie schnell fertig drüber geschrieben. Naja, der war nicht die Antwort, gib es nicht. Ich glaube, eine I ist das, glaube ich. Eine imaginäre Zahl oder so war das, glaube ich. Wurzel aus minus 1 ist I. Ist das? Ich habe keine Ahnung. 9. 9. Echt? Einfach so oder ausgeschrieben? Ja, einfach 9. Ja. Ich glaube, die musst du ausschreiben. Oder so? Ne, schon die Zahl. Die Ziffer, okay. Ja, log ich ein. Ja. 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 Was? What? Damit habe ich nicht gerechnet. Holy shit, so Junge. Unfassbar lächerlich. Wieso ist denn die Wurzel aus 9 die Top-Antwort? Ja, Peter, führt damit auch geschweinig jetzt mit 150 dicken Brücken? Jake, ich hab grad drüber nachgedacht, was ist denn 4 hoch 4? Bin ich nicht drauf gekommen, dann habe ich halt 9 gesagt. Okay, dann nehme ich jetzt. War entweder 9 ausgeschrieben, weil es so dumm ist, oder ich sag. Ich fand Pi eigentlich auch geil. Aber jetzt, wenn 9 die beste Antwort ist, dann sage ich die Wurzel aus 4. So, ja. Oder ausgeschrieben? Ja, 4, so. So, okay. Das ist nicht Bullshit! So Bullshit! So Quatsch! Ja, das weiß ja jeder. Ja, das mit den Zahlen ist jetzt echt belastend. Also 25 oder 16 oder so wäre mir nur eingefallen. Aber ich glaube, ich gehe einfach mit Rechnen. Die Wurzel, du würdest ausrechnen. Ausrechnen? Also so, ja? Ja. Nein. Natürlich nicht. Sind einfach nur Zahlen. 2. Ja, komm. 81, 10, 3, Mann. 8, 100, 12, 5 und 16. Und 25 wäre nicht mal dabei gewesen, sondern 16, natürlich. Das ist ja so random. Ja. Dass 2 dabei ist. Ja, schade, Jay. 4 auf keinen Fall, aber 2. War eine gute Runde für mich. Das ist so unverschämt, ne? Das ist so unverschämt, dass der da Punkte geholt hat. In die vorletzte, Jay. Europa ist. Ha. Ah. Europa ist. Was essen wir denn? Käse. Boah, Alter, Europa ist.
Schnitzel. Was schreibt man denn dahin? Europa ist. Europa ist Europa-Synonym. EU. Europa ist EU. Ja. Was ist es? Ja. Ja? Nö. Naja. Mit dem Topscore gewinnst du jetzt aktuell. Gespalten. So dann, ja? Mhm. Nope. Schade. Peter schreibt jetzt wieder 8 oder so. Oh, naja, also normalerweise... Europa ist 9. Man kann ja sagen, stark oder... Ich verstehe nicht, wonach man sucht, wenn du sowas schreibst wie Europa ist doof oder Europa ist gut. Europa ist gut. Da ist die Frage eher, ist Europa gut oder ja, ist genau. Europa? Weißt du so, ne? Ja, deswegen halt verstehe ich nicht, wonach man googelt. Ja. Richtig. Deswegen habe ich auch so dumm EU genommen. Ich nehm trotzdem stark. Einfach mal. Europa ist stark. Ja? Ja. Ja. Europa ist seine Tochter. Europa ist wie ein Fahrrad. Hält man es an, das ist fällt schon es wieder um. Istanbul. Alter. Europa ist ein Kontinent. Europa ist Istanbul. Ist gut. Europa ist für mich. Europa ist ein Garten. Europa ist am Ende. Europa ist kein Kontinent. Und Europa ist unsere Zukunft. Eine andere haben wir nicht. Wieso googelt man danach? Das ist kein... Ich verstehe das nicht. Ja, also Europa ist seine Tochter, finde ich mega. Von wem ist Europa die Tochter? Ja, weiß ich nicht. Ah. Ja, aber warum sagt man, also wenn man dann sagt, Europa ist seine Tochter, was erwartet man dann für ein Ergebnis? Ja, Alter, was weiß ich. Was ist denn alles? Komplett broken, Alter. So, wir gehen in die letzte. Wo lebten die für Christian? Das ist ja super. Dinosaurier. Ah, das ist gut. Dinosaurier. Jesus. Hast du das richtig geschrieben? Das. So. Und hinten das Leerzeichen weg. So. Cool. Ja. 10 Punkte. Bringt mir nix. Bringt dir nicht so viel, leider. Aber ich bin mal auf dem Board. Herr Smits. Ja. Du kannst noch eingeholt werden von Jay, nur zur Info. Ja, weiß ich. Ja, jetzt, weißt du gesagt. Nein, warte. Wikinger. Wo lebt ja, die? Ja, da habe ich auch so gedacht. Mit W sowas. Oder mit V? Wikinger. Oder lieber mit Heiße. V? Oder wie mach mal Rechtsklick drauf, bitte. Mach ich dir gerne. Der ist schon W. Ja, Faust nee, dann ist richtig, dann ist Engels. Gut. Okay. Das ist kein oder? Schlechter Begriff. Also, hau ich rein, ja? Ja. Top-Antwort. Und damit hat Peter Bam! Gewonnen. Ja, wo lebten die Azteken? Azteken. Sagen wir die so? Ja. Oh, krass, Alter. Ich bin richtig gut, ey. Ich gebe 70 Punkte. Immerhin. Auch ein guter Guess. Immerhin. Ja, ich. Römer, Griechen, Azteken, ja, Maya, irgendwas. Ich auch. Germanen, Gallier. Mayas, ja. Inkas, Germanen, ja. Ersten Menschen, Gebrüder Grimm, Inka und Dinosaurier. Stark, Peter. Ja, hast du gut stark gemacht. Mit den Wikingers. Mit den Wikingers und den Neuen, Alter. Ja, du hast ja einfach Glück gehabt, dass du als erstes dran warst. Jay hätte uns auch die Neuen genommen. Das war eine Folge What? Das ist ein belastend, ey. Für Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.